Moin zusammen, wir haben den 5. Januar. Happy New Year. Ich bin noch nicht weg, also kann ich natürlich auch noch Filme machen. Ich gehe erst am Sonntag. Und in diesem Clip geht es um die HelloFresh, einen sogenannten Corona-Profiteur. Wobei ich diesen Begriff Corona-Gewinner, Corona-Profiteur, das finde ich, das ist das absolute Unwort. Ja. Aber es entspricht natürlich genau dem, was es ist. Wir haben mal ganz kurz auf den Chart geschaut. Wir hatten hier irgendwo, wo ist denn da, hatten wir das Corona, Prä-Corona hoch, dann sind wir runtergegangen auf unter 20 und dann sind die von unter 20 auf fast 100. Ich runde leicht. Ja, es ist ein Corona-Profiteur. Ich finde nur das Wort nicht so schick. HelloFresh. Also ich hatte das auch mal vor ein paar Jahren. Ich habe das dann für einen Vier-Personen-Haushalt bestellt. Ich fand die Idee Weltklasse. Damals waren die Rezepte auch noch ganz okay, sind sie heute natürlich auch noch. Ja, sie waren damals schon okay. Ein Nachbar hat mich drauf gebracht, also kamen da diese Boxen. Ja, also ich halte mich für einen sehr begabten Hobbykoch und ich fand das wirklich ganz gut. Muss sagen, es hat verschiedene Vorteile gehabt. Das eine war der Preis, der war damals geringer. Jetzt, was ich so rausgefunden habe, ist der Preis pro Portion liegt so bei 6,17 €. Also ich muss ehrlich sagen, ich kriege das nicht hin, für 6,17 € zu kochen, es sei denn, ich mache mir eine Suppe. Ja, und das ist dann eine Fertigsuppe für, was weiß ich, 3 € oder so, dann noch ein Stück Toast dazu und, keine Ahnung, Wasser oder was auch immer. Das ist nicht teuer. Ja, ich finde das grundsätzlich gut. Die Menge ist okay, es sei denn, man hat einen, sagen wir mal so, zwei hungrige Teenager zu Hause, dann reicht es nicht. Das muss ich einfach sagen. Da musste ich dann immer von meinem Zeug auch noch was abgeben. Ja, das war eine unfreiwillige Diät, aber ich glaube, das geht jedem so, der das hat. Wir haben das dann 2 Wochen gemacht. Wir haben die Rezepte versucht, mal hier und da zu tauschen. Das war alles in Ordnung. Und dann ging es ein bisschen los, dass bei dem einen oder anderen hat was gefehlt. Dann waren manche Sachen nicht mehr so ansehnlich. Da habe ich gesagt, nee, das will ich jetzt doch nicht. Also ich habe es relativ schnell dann versucht zu kündigen. Das war dann auch nicht so einfach. Da wurde mir dann trotzdem noch 1 Woche weitergeliefert. Dann habe ich versucht, da Kontakt aufzunehmen. Das ging nur über E-Mail. Das hat mich dann genervt. Dann gesagt, komm, den Spaß, den mache ich mir. Ich gehe jeden Tag einkaufen oder einmal in der Woche, je nachdem, was ich weiß, ob es einen Essensplan gibt oder nicht. Das macht bestimmt jeder von euch anders. Nochmal, ich halte die Idee von HelloFresh für sehr, sehr gut. Und ich bin mir ganz sicher, wenn die das irgendwann schaffen, gerechnet haben sie es bestimmt schon, aber anscheinend kommen sie nicht hin, dass sie sagen, wir beliefern auch Ein-Personen-Haushalte. Dann steht wahrscheinlich bei dem Kurs, der jetzt in den letzten Tagen und Wochen doch deutlich gefallen ist, wahrscheinlich eine Verdopplung drauf im Sinne von 120. Stellt euch mal die Singles vor, stellt euch mal die Rentner vor, ja, die da nicht rausgehen müssen, rausgehen sollen und die bekommen es dann nach Hause geliefert. Das wäre natürlich der Hit. Also das wäre ein Selbstläufer. Wenn die Headline irgendwann kommt, da kann man die, ich möchte nicht sagen, blind kaufen, aber dann muss man auf jeden Fall welche haben. Wie gesagt, ich habe das dann seinerzeit gekündigt, aber ich habe mich jetzt mal hier vor dem Hintergrund von diesem Film auch mal mit ein paar Zahlen beschäftigt. Da habe ich zum Beispiel dieses hier. Die Bewertung auf dem Aktienkurs gestern bei 63,65 liegt bei 11 Milliarden. Ich finde es sportlich. Das muss ich sagen. Es ist wirklich sportlich. Was mich hier irritiert hat, ist, dass der Streubesitz nur 21,6% sein soll. Und da habe ich eine andere Liste gefunden und das ist diese hier. Da ist nämlich der Free Float, so heißt es, 92%. Das macht für mich wesentlich mehr Sinn. Hier könnt ihr mal sehen, hier ist auch der Richter ist noch drin. Das ist einer der Gründer, das waren glaube ich 3. Bis dann, wer war das? Die Samba-Brüder da auch reingegangen sind und haben das dann ein bisschen hochgebracht. Dann kam irgendwann Vorwerk dazu. Also letzter sind auf jeden Fall raus. Ich weiß nicht, wie weit Samba da noch drin ist. Keine Ahnung. Also diese Zahlen, die fand ich ein bisschen merkwürdig. Das hier allein ist der Grund, warum ich gar nicht mehr auf das KGV schaue. Ja, das kann man überhaupt nicht ernst nehmen. Hier, minus 1000, plus 29, was weiß denn ich, was da stimmt? Diese Umsatzzahlen, das kann ich auch mal hier reinmachen, bevor ich da jetzt weitermache, die habe ich also auch gefunden. Das ist die Seite von HelloFresh selbst. Die haben jetzt über 600 Millionen Mahlzeiten ausgeliefert. Ja, die sind ja nicht nur in Deutschland, die sind ja weltweit unterwegs. Da war ich dann letztendlich schon überrascht. Ja. 7 Millionen Kunden, das ist viel. Und natürlich ist das dann wieder ein Corona-Profiteur. Netto Umsatz 3,75 Milliarden, der steht hier auch für 2020. Und bisher 15.000 Mitarbeiter weltweit. Die letzte Zahl, die ich auf eine Schnellrecherche gefunden habe, war gerade mal bei 3.000. Ich habe gesagt, das ist zu wenig.
Jetzt haben die über Weihnachten so ein Drei-Gänge-Menü gemacht und dann auch ihre Kunden aufgehört, hier, bitte macht mal eine Pause, weil es zu viel, wir schaffen das gar nicht, die ganzen Sachen ranzubringen. Ihr kriegt einen Gutschein von, ich glaube, es waren 5 Euro. Also die Nachfrage ist nach wie vor da. Nochmal, ich halte mich wirklich für einen sehr begabten Hobbykoch. Ich koche lieber selbst und dann fehlt mir das eine oder andere. Aber die Single-Haushälte dieser Welt, das wäre also die Geschäftsidee, wenn die das hinkriegen, sensationell. Ja, wenn sie es hinkriegen. Ich bin mir sicher, die haben das schon ausgerechnet, aber anscheinend rechnet sich das momentan nicht. Wer von euch selbst einkauft, weiß auch, dass es so in der Zeit März bis Juni diesen Jahr, 2021 das Problem gab, ging man in seinen Kaufmannladen und da gab es zum Beispiel gar keine Paprika. Und die hatten also auch hier ganz klar diverse Lieferschwierigkeiten. Überhaupt keine Frage. So, jetzt nehme ich mal diese Dinger hier wieder weg, weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Doch, da war eine Sache hier. Da gibt es einen hier, Leerverkaufaktivitäten von Marshall Wallace. Ja, das ist aber nicht viel. Das ist ganz, ganz wenig. Das sind, glaube ich, 1,5%. Ja, und der liegt gut, wenn ich das so richtig sehe. Der liegt wirklich gut. Der hat hier oben irgendwo gegeben, so um die 80, 85 rum. Hat wahrscheinlich auch gedacht, genau wie ich, dass diese Bewertung hier von 11 Milliarden ist sportlich. Jetzt gehen wir auf den Chart. Das ist also hier irgendwo, kam es rein mit etwas über 10, ging runter auf, was war das hier? Das war, glaube ich, 6. Wo ist meine Linie hier? Mein Fadenkreuz ist hier. Da waren sie bei etwas unter 6. Und danach fing die Story an zu laufen. Sensationell. Nochmal, hier ist das Prä-Corona-Hoch, hier ist das Corona-Tief. Da. Das hatten wir bei 17 und dann ging es hoch auf 100. War schon schön. Delivery Hero hat so was Ähnliches gemacht. Ja? Corona-Profiteure. Jetzt passiert Folgendes. Ich habe jetzt die Fibos, da wird wieder der eine oder andere meckern, ich habe sie von hier, vom Ausgang der letzten großen Bewegung angesetzt. Also nicht hier, sondern hier. Ich habe sie da angesetzt und wir sind genau, jetzt gehe ich mal hier drauf, auf das 38er Retracement gefallen. Wir haben hier einen sehr schönen Doppeltop, einmal, zweimal im Bereich 97,5 und dann haben sie gestern heftigst verloren, also wirklich heftigst und die Delivery Hero aber auch und auch da kommt wieder das Wort mit, wie war die Überschrift, Corona-Profiteure verlieren heftig am Boden oder irgend sowas, ich weiß es nicht, also überall stand es drin. Wir haben aber jetzt nur eins gemacht. Wir sind auf dieses 38er Retracement von dieser ganzen Bewegung gelaufen. Und das verbindet sich in etwa mit dem Tief, was wir hatten vom 10.05. Das ist hier bei 60,5. Von daher ist das absolut alles noch in Ordnung. Das ist nichts anderes als ein Atemholen. Jetzt kann man hier so weit gehen, dass man sagt, das ist eine sogenannte M-Formation. Ja, wie ein M geschrieben. Und die müsste sich dann eigentlich dann hier nochmal weiter fortsetzen. Ich glaube allerdings, auch wenn ich hier auf die Technik schaue, und ich gehe gleich mal auf die wöchentliche, dass dieser ganze Bereich hier zwischen 63 und 52 ist so eine Soft Landing Area, so eine große Unterstützung. Das 52er ist nicht nur ein Chartpunkt, den wir hatten im März, sondern es ist auch das 50er Retracement. Ich denke schon, dass die bis dahin durchaus fallen können. Für mich werden sie langsam interessant, denn hier oben war die Bewertung bei irgendwas mit 15 Milliarden und jetzt sind wir hier bei 11. Also ich denke, 8 Milliarden, da wären wir ungefähr hier, ist durchaus sinnvoll. Das passt mit diesen Umsatzzahlen, mit den 7 Millionen Kunden und, das passt. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Corona irgendwann mal ein bisschen nachlässt, dass die Leute auch wieder rausgehen und dann weniger bestellen. Das heißt, ich glaube nicht, dass selbst wenn dieser Bereich jetzt hält, dass sie dann gleich wieder hochgehen auf die 97. Das sehe ich nicht, ja. Aber ich glaube, dass man hier in diesem ganzen Bereich durchaus mal anfangen kann, ein paar zu kaufen mit Ziel 20-Tage-Linie, so 200-Tage-Linie, so um die 80 rum. Also vor dem Hintergrund, für mich werden sie jetzt langsam interessanter. Ich mache das jetzt hier mal noch ein bisschen größer. Untermauern möchte ich das mit der Zeiteinheit Woche. Ja, da sind die also auch schon sehr, sehr tief. Dreht noch nicht nach oben, ist aber in Ordnung. In meinem Jahresausblick hatte ich die als negativ geschrieben. Na gut, seitdem haben sie jetzt 10% verloren. Hier sind die gleichen FIBO-Zahlen. Hier gibt es noch keinen Stabilisierungsansatz. Kann auch nicht nach dem gestrigen Tag. Aber sie gelten bei mir schon insgesamt als sehr tief. Zurück zum Tag. So, hier ist wieder der Tag. Das war schon mächtig gestern, muss ich ehrlich sagen. Das war richtig viel.
so eine Kerze hat die Eigenheit, meiner Erfahrung nach, dass dann immer mal so der nächste Tag wird, also es wäre dann heute Mittwoch, wird dann nicht so intensiv vom Handeln her. Also dann ist dann eher eine kleinere Range. Muss man schauen. Ja, ich finde das hier in Ordnung. Ich habe jetzt mal auf ein paar Scheine geschaut. Also ich bin noch nicht bereit, die zu kaufen, weil das ist kein Bodenansatz hier. Noch nicht. Nur wenn wir hier so eine Art Doppelboden haben, hier vom Chart um die 60 auch nochmal. Aber ich möchte es zumindest mal ein bisschen sensibilisieren, dass man sagt, okay, vielleicht gehen sie hier rein. Deswegen möchte ich jetzt mal folgende Scheine nennen. Ich möchte einen suchen, ich fange mal von unten an, der unter der 52 liegt. Das ist schon ganz in Ordnung hier, 5,98. Für mich ist allerdings ein 5er Hebel. Im Moment, das wäre mir zu wenig. Da gehen wir mal ein bisschen hoch. Das passt. 53,05, das ist ein 6er Hebel. Das wäre die Kennnummer HR5U2J. Den packe ich mir auf die Watchlist. Umkehrsignale können sein ein Hammer, können sein Dojis, sowas in der Art. Auch hier am unteren Band, was sich auch hier mit dem Chartpunkt vom 10.05. verbindet, das ist schon ein Unterstützungsbereich. Ja, ob es ein Kaufbereich ist, das ist die andere Frage. Deswegen, das ist jetzt echt mal zum so ein bisschen gucken, was passiert jetzt hier bis Freitag diese Woche. Kriegen die noch eins auf den Deckel oder war es schon? Das ist also der erste Schein, 53,04. Wer da ein bisschen höher gehen will, der kann also durchaus mal hier so einen Hebel 9 machen. Da sind wir bei 56,5, da liegen wir hier vom Chart. Da. Der hat ein bisschen mehr Hebel, auch hier erstmal für die Watchlist. Das ist die HR69G8. HR69G8. Das wäre die eine Geschichte. Positiver vom Chart her werden sie bei mir eigentlich erst, muss man wirklich sagen, über der 71, aber so lange denke ich, muss man ja nicht warten. Man kann hier mit kleinen Positionen anfangen, das kann man machen. Ja, gebt nach diesem fetten Tag vom Dienstag gestern heute dem nochmal den Mittwoch, mal schauen, wie sie sich entwickeln. Aber auf jeden Fall diese beiden Scheine auf die Watchlist. Tja, wenn ich einen Long sage, muss ich auch einen Short nennen. Das kann immer schnell mal hier gehen. Ich würde einen Short, also zumindest einen Put, nur suchen mit einer Basis von über 80. Und da muss ich den Hebel ordentlich zurückschrauben. Ja, da bin ich, das stimmt auch nicht hier, da muss ja noch weiter runtergehen. Ja, das ist für mich keine tolle Option. Hier, sowas, 85. Das ist ein Dreierhebel. Ich nenne ihn mal, das ist die HB1V5A. Da sind wir 85, sind wir hier hinten. Aber das sehe ich keinen Grund, den jetzt zu kaufen. Wer jetzt der Meinung ist, sie füllen wirklich noch das 50er Retracement aus, der kann sich relativ knapp hier hintersetzen, hinter die 72. Mal schauen, was wir da für einen Put noch haben. Da sind wir so bei Hebel 9 ungefähr. Daten werden geladen. Hinter der 72, ja, sowas hier, ne? Das ist ein Hebel 6 oder sogar nur. Das ist die Basis 74,82. Da sind wir hier. Ja, das wäre die HB1XWG. Wenn ich den Wert bei 90 nicht gegeben habe, tue ich mich schwer, ihn bei 63 zu geben oder im Sinne von Short zu gehen. Tue ich mich einfach schwer vom Kopf her. Ich warte jetzt lieber, bis ihr das hier unten ausfüllt, bis ich eben sowas habe wie ein Hammer, wie Dojis, sowas in der Art. Oder vielleicht 3-4 Tage in dieser Range hier. Da irgendwo nochmal runter, am liebsten auf das untere Band, um das komplett ausgefüllt zu haben. Einmal vom oberen zum unteren Band. Das wären eigentlich ganz, ganz gute Unterstützung. Aber jetzt muss ich sagen, ich mochte die nicht bei 90. Ich habe das auch immer wieder gesagt, das ist viel zu hoch. Das ist sehr, sehr sportlich bewertet. Aber bei einer Bewertung, sagen wir mal, zwischen 8 und 9 Milliarden, und das entspräche einem Kurs von ganz grob 55, finde ich die durchaus ansehenswert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.